Als erstes gebe ich mal die Diskussion rein. Ich weiß nicht, ob Sie sich auf das Glatteis begeben wollen, Herr Wettige. Stichwort, je mehr man, das war ja ein Ergebnis des letzten Gespräches mit Rainer Priggen, je mehr man bei der Energieerzeugung schafft, umso mehr Luft haben Sie. Ich mache mal die Kurzfassung dieser These. Ist das eine These, wo Sie sagen, kann ich erstmal mit leben, weil das betrifft ja andere, aber Sie ahnen schon, Herr Lölgen kommt gleich. Bei 28 Grad Außentemperatur aufs Glatteis geführt zu werden, ist eine interessante Sache. Sie hatten Paris angesprochen. Ich behaupte, viele haben gar nicht gelesen, was da drin steht. In Paris steht drin, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts netto keine menschgemachten Treibhausgasemissionen. Und zwar nicht für die Welt, sondern für jeden Einzelnen, für jeden Vertragspartner. Es steht auch drin, das ist ganz wichtig, im Artikel 6, das musst du aber nicht alleine machen, das kannst du auch in internationalen Kooperationen machen, das werden wir hier gerade in Deutschland brauchen, anders wird es nicht funktionieren. Das bedeutet, perspektivisch ist es nicht so, dass wir sagen können, okay, das ist euer Problem, wir machen einfach weiter. Sonst würden wir auch nicht hingehen und wirklich hohe Millionenbeträge im Augenblick investieren. Dass es uns nicht so richtig gut geht, glaube ich, ist allgemein bekannt. Herr Jansen, wir haben Hunderttausende von Tonnen Eisenerz gebunkert, das gebe ich gerne zu. Aber von Zertifikaten haben wir leider nicht so viele. Wir haben, das ist richtig, Zertifikate. Also in der Bilanz findet man sie nicht, wenn ich es richtig sehe. Welche, die Tonnen Eisenerz? Nein, Zertifikate. Die Zertifikate. Die 2 Milliarden, die wir da gerade gehört haben. Nein, die 2 Milliarden Zertifikate, die 2 Milliarden sind die Zertifikate, die im europäischen Emissionshandel angeblich deswegen zu viel sind, weil sie eben gegenwärt sind, nicht für Reduktionen in Europa, sondern die über den Rahmen des damaligen CDM-Mechanismus als Reduktion in anderen Teilen der Welt erfolgt sind. Und hier muss man, die Diskussion will ich auch gar nicht führen, mit Sicherheit auch sagen, ein Teil dieser Zertifikate, aber mit Sicherheit nicht der Großteil, stammt aus Projekten, die zweifelhaft bis betrügerisch bis kriminell in jeglicher Hinsicht gewesen sind. Aber trotzdem ist natürlich so, beim Großteil steht auch eine Reduktionsminderung dahinter. Die Zertifikate, Herr Jansen, von denen ich ausgehe, die Sie meinen, sind die Zertifikate, die wir 2009 größtenteils bekommen haben, weil wir eben keinen Stahl mehr produziert haben und deswegen auch keine Emissionen und nichts abgeben mussten. Es ist leider nicht so, dass uns das bis in alle Ewigkeit trägt. Wir werden also in dieser Handelsperiode mit Sicherheit zukaufen müssen. Ich werde mit Sicherheit noch nicht sagen, wie viel. Da sind wir nämlich in Bereichen, wo wir mit Signaling und so weiter und so fort ernsthafte Compliance-Probleme bekommen. Aber das ist ja auch gar nicht das, was uns im Augenblick umtreibt. Uns treibt halt um, was kommt nach 2021. Und das ist halt der Punkt, mit dem wir uns beschäftigen. Und dass wir uns nicht nur mit 2021 bis 30 beschäftigen, sondern auch mit, was kommt nach 2050, zeigt ja zum Beispiel Carbon to Chem sehr gut oder auch andere Sachen. Sie hatten Speicher angesprochen. Technisch ist das überhaupt kein Problem. Technisch gehen wir davon aus, dass wir im nächsten, spätestens übernächsten Jahr in der Lage sind, einen Speicher anzubieten, der im industriellen Maßstab Strom speichern kann. Dieser Speicher kostet natürlich nicht nur 2,50 Euro, sondern ist im höheren 2- bis 3-stelligen Millionenbetrag. Damit ist es so, dass eigentlich das ein Speicher wäre, und jetzt will ich mal ein Beispiel bringen, für wie regulatorische Ansätze auf einmal uns in die Parade fahren, wo wir es nicht erwartet hätten. Es macht ja Sinn zu überlegen, mache ich jetzt wirklich Netzausbau auf Teufel komm raus, nehme 8 Millionen Euro pro Kilometer Erdkabel, oder macht es nicht lieber Sinn zu sagen, ich baue ein Netz für, ich sage jetzt mal 70% der nötigen Leistung, und für diese Spitzen, die irgendwann mal kommen, stelle ich einen Speicher nicht, wie wir es heute immer diskutieren, beim Stromnutzer hin, sondern einfach beim Stromerzeuger. Diesen Speicher, also diese Entscheidung, ich baue ein Erdkabel oder ich baue einen Speicher, kann ein Netzbetreiber gar nicht treffen, weil wir vor vielen, vielen Jahren mal festgelegt haben, wir wollen Entflechtung in der Energieindustrie und haben dort gesagt, ein Speicher ist ein Energieerzeuger, da kommt nämlich Strom raus. Also darf der Übertragungsnetzbetreiber, der finanziell der Einzige wäre, der überhaupt wirtschaftlich diese Entscheidung machen kann, nach geltendem Recht da überhaupt gar nicht drüber nachdenken. Das sind genau diese Sachen, wo man mit Sicherheit auch Lösungen finden kann. Aber das ist eben die Problematik, dass wir wirklich an vielen Stellen einfach Schwierigkeiten haben. Und dafür sind natürlich solche Runden auch wichtig, dass man drüber redet. Damit man drüber reden kann, soll ich das Mikrofon noch mal weitergeben. Es soll ja kein Monolog werden. Herr Haug, an Sie noch mal die Frage. Das, was wir gerade zwischen Rainer Priggen und mir diskutiert haben unter der Überschrift, wie müsste man Ihnen helfen,
reicht Ihnen das schon aus, also bei der möglichen weiteren Investition, damit Sie noch besser atmen können? Es ist natürlich so, unternehmerische Risiken haben wir früher getragen und werden wir auch weiterhin in Zukunft tragen. Also die Frage, ob wir hier unter einigermaßen letztlich vergleichbaren Randbedingungen, wie man sie ohne die Maßnahmen der Energiewende erwarten könnte, Aluminium produzieren, das ist unsere Entscheidung. Okay. Das tragen wir auch, gar keine Frage. Mhm. Nur wenn diese Situation und die Randbedingungen verzerrt werden durch Dinge, die wir halt nicht kompensieren können, weil wir zum Beispiel, wie Sie auch schon zu Recht gesagt haben, wir einfach keine Kosten, Zusatzkosten in den Preisen unterbringen können, dann ist das ein für uns nicht kalkulierbares Risiko. Und das können wir zumindest für solche Investitionsentscheidungen einfach nicht tragen. Aber darf ich kurz, bitte, kurz zu Ihren Ausführungen, was die Motivation des norwegischen Aluminiumherstellers betrifft, was sagen? Oder vielleicht der Herr Mock könnte es fast noch besser, aber ich glaube, ich weiß auch so ungefähr, was die bewegt. Also grundsätzlich ist es so, die Aluminiumherstellung ist derart stromintensiv, dass unabhängig von den Strompreisen sich jeder von Anfang an darüber Gedanken macht, wie er diesen Kostenblock reduziert. Ob nun jetzt eine norwegische Hütte 20% ihrer Gesamtkosten Strom hat oder wir 35%, das ist nur marginal unterschiedlich. Grundsätzlich ist das ein ganz strategisches Thema, mit dem wir uns und alle anderen tagtäglich befassen. Erstmal das. Deshalb kümmert sich natürlich auch eine norwegische Aluminiumhütte um ihre Effizienz, Energiebedarf, um letztlich die Stromkosten auch in Norwegen zu senken. Dann ist es so, dieser norwegische Aluminiumhersteller, der hat zwar in Norwegen seine Mutter und auch seine Forschungsinstitute, aber der betreibt Aluminiumhütten überall in der Welt, zum Beispiel auch in Deutschland. Und für die ist es natürlich ganz besonders interessant, energieeffizienter zu werden, weil da sind die Kosten eben nochmal höher. Oder irgendwo im Mittleren Osten, daher in den Emiraten. Beispielsweise in Katar ja auch und wo sonst noch, das weiß der Mock viel besser als ich. Das ist das Zweite. Und zum Dritten ist es auch noch so, und wir haben ja auch, und wir investieren auch dauernd und untersuchen dauernd Effizienzpotenziale zu ermitteln und zu nutzen, aber wir haben einen gravierenden Zielkonflikt, nämlich Flexibilisierung der Produktion läuft voll gegen Effizienz. Mhm. Also der Prozess, der verfahrenstechnische Prozess hat einen optimalen Arbeitspunkt. Und den verlassen Sie, wenn Sie modulieren. Mhm. Sie gehen in Effizienz, Sie helfen der systemischen Effizienz, aber die betriebliche Effizienz leidet. Das ist ein wesentlicher Punkt, da muss man noch lösen. Ja, da sind wir ja bei der spannenden Frage, was erwarten Sie von Politik, dass Sie das hinkriegen? Weil das da wird muss man nicht, nämlich die das systemische... Wird nicht, da kommt ein Preisschild dran. Da muss man die systemische Effizienz auch ins Auge fassen und muss das gegeneinander verrechnen können. Das ist zum Beispiel ein Lösungsansatz, ja, weil die Flexibilität vermeidet. Ich glaube, die Wissenschaftlerin will uns helfen. CO2-behaftete Stromerzeugung. Sie vermeidet die Bereithaltung alternativer Backup-Kraftwerke. Sie ermöglicht die Integration CO2-freier Erneuerbarer, solche Dinge. Das kann man als systemische Effizienzverbesserung natürlich dagegen rechnen. Und jetzt noch kurz, Herr Bricken, zu Ihnen. Der Vergleich Steinkohleausstieg und Braunkohleausstieg, der hat natürlich einen ganz gravierenden Haken. Beim Steinkohleausstieg sind wir aus der Steinkohle mit Bergbau ausgestiegen, aber nicht aus der Verstromung. Also wir haben zu noch viel günstigeren Kosten über Importkohle die Steinkohlekraftwerke weiterlaufen lassen. Die laufen auch heute noch. Die nicht laufen, laufen aus anderen Gründen nicht. Nicht, weil wir keine Steinkohle mehr haben. Bei dem Ausstieg aus der Braunkohle setzen wir zwangsläufig die Braunkohlekraftwerke still. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, denn die Braunkohle erzeugt heute ungefähr 20-25% der gesamten Energie auf einem Kostenniveau, welches noch als letzte, wenn überhaupt einigermaßen vollkostendeckend ihren Strom erzeugt, wenn ich mal die Kernkraft als vorübergehende Episode außen vor lasse. Und wenn wir die stilllegen, dann hat das nicht nur Konsequenzen auf den Braunkohletagebau und die Mitarbeiter in dem Braunkohlekraftwerk, sondern auf die Energieversorgung und die Strompreise in Deutschland. Da bin ich wieder beim Strompreisthema. Wie geht das in Zukunft weiter? Welche Strompreise können wir aus welchen Quellen erwarten? Jetzt lassen wir uns von der Wissenschaftlerin helfen und dann gehen wir ins Publikum. Da haben wir jetzt fast dann zwei Aspekte. Der letzte ist auch einer, wo Sie vielleicht was zu sagen können. Der erste aber nochmal, gibt es eine Formel, das zu berechnen, was wir gerade gehört haben, dass wenn ein Unternehmen dadurch, dass es atmet, seinen optimalen betriebswirtschaftlichen Punkt verlässt und dann die Allgemeinheit dafür zahlt, dass man das System ertüchtigt?
Also ich glaube, ich habe mich vielleicht ein bisschen zu spät gemeldet, weil ich nicht auf dieses Trade-off between System, zwischen System und Produktionseffizienz eingehen wollte, sondern auf den Punkt, wie kann denn die Politik helfen. Okay. Und ich wollte dieses Beispiel in Norwegen noch ein bisschen weiter erläutern. Ja. Und zwar diese Investition in die Produktionseffizienz, die wurde gefördert in Norwegen, vom nicht direkt vom Staat, aber durch einen Energieeffizienzfonds, der aufgrund des Betreibens der Politik praktisch aufgebaut wurde. Mhm. Und ich denke, das ist auch mit ein weiterer Grund, warum sie dieses Unternehmen dann auch darin investiert. Das ist eine Demonstrationsanlage, eine Pilotanlage, und es soll weiterentwickelt werden. Es soll bis auf 11.300 Kilowattstunden pro Tonne Aluminium ist so das die Zielmarge. Das wollte ich ergänzen. Und den zweiten Punkt, das war Stromkosten, und zwar der Strompreis am Großhandelsmarkt, also der reine Preis für die Erzeugung des Stroms. Sie sagen, ohne Braunkohle. Wenn wir weiter Erneuerbare ausbauen, dann werden wir weiter fallende Preise am Großhandelsmarkt haben. Nicht im Einzelhandelsmarkt, wo dann die ganzen Umlagen draufkommen. Aber am Großhandelsmarkt wird erwartet, dass die weiter fallen, wenn wir vermehrt erneuerbare Wind und PV haben. Preisige. Ich muss zunächst erstmal was korrigieren. Vielleicht habe ich es nicht deutlich genug dargestellt. Ich habe nicht gesagt, das Trianel-Kraftwerk kommt, sondern das Trianel-Kraftwerk ist in der Planung. Es wird aber laufend verschoben. Momentan kommt es nicht. Wir sind immer wieder dran an der Planung. Und jetzt, dass ihr mich da auch unterstützt, das finde ich auch gut. Warum kommt es nicht? Das sind die energiepolitischen Rahmenbedingungen. Das sind drei Punkte. Der erste Punkt, die Eigenstromerzeugung und selektiv die Entlastung von der EEG-Umlage nur des Teils des Eigenstroms. Es steht immer wieder auf dem Prüfstand. Es war ja in den Gazetten vor ein, zwei Monaten, vor einem Monat war es die Einigung zwischen Brüssel und Berlin dahingehend, wann ist Eigenstrom noch entlastet. Und wenn man da ins Detail geht, dann sieht man, so wie ich den Generator eines Kraftwerkes erneuere, ersetze, was natürlich zwangsläufig der Fall wäre, wenn ich ein altes Kraftwerk durch ein neues ersetze. Fallen Sie raus. Dann ist man mit 20% der Umlage dabei. Kraft-Wärme-Kopplung ist das zweite Thema, Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz. Auch das ist in Diskussion zwischen Brüssel und Berlin. Da ist eine Einigung. Auch da schaut man, wo die Reise hingeht. Wir sind nicht sicher, wie dann der endgültige Entwurf des Gesetzes aussieht. Und final auch, wir haben in der Industrie lange drum gerungen, wie reizt man Kraftwerke an. Ein bisschen näher, bitte. Wie reizt man Kraftwerke an, Thema Versorgungssicherheit. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, gerade auch in den Industrieverbänden war die Meinungspalette divers. Und es gibt dann die, die sagen, Energy-Only-Markt, was sie ja schlussendlich durchgesetzt hat, ist das Mittel der Wahl. Ich persönlich hätte gesagt, ein dezentraler Mechanismus, aber die Industriemeinung ist, Energy-Only-Markt, lass es die Preise regeln. Das ist aus Letztverbrauchersicht möglicherweise nachvollziehbar. Ich sage, ich preisige persönlich, ein dezentraler Mechanismus hätte möglicherweise sowohl Planungssicherheit für einzelne Kraftwerke gebracht und add-on auch, weil man ja dann nur Zusatzkosten hat, wenn der Bedarf da ist, auch ein anderes System gebracht. Aber da ist die Entscheidung anders gefallen, unterstütze ich. Weiterer Punkt noch zu Ihren Ausführungen, da bin ich sehr dankbar. Weil es ging ja um das Funktionieren des ETS. Ich habe gesagt, das Preissignal oder welcher Preis nachher existiert, ist kein Merkmal dafür, funktioniert es oder nicht, egal ob hoch oder niedrig. Und da haben Sie interessanterweise gesagt, mit dem EEG hat man in das System eingegriffen. Und das ist das, was ich sage. Wir haben so viele Instrumente. Das heißt nicht, ich will das EEG verdammen, nicht, dass wir darüber diskutieren. Ich sage nur, man hat selektiv bestimmte Technologien unterstützt, die natürlich CO2 mindern. Man kann darüber streiten, ist das günstig oder nicht. Und dann hat man zwangsläufig, ist das ein Punkt, der zu einem Preisverfall der Zertifikate führt. Das ist in dem Dschungel der ganzen Regularien nicht verwunderlich. Das ist ein Punkt, den müssen wir immer wieder beachten. Vertragen sich die Instrumente, das ist deckungsgleich mit dem, was Herr Haug gesagt hat. Auch bei Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und Flexibilität haben wir das Thema, so wie wir dort flexibel werden wollen, gefährden wir das Effizienzkriterium. Und das ist natürlich
auch wieder im Bereich Regulierung ein wesentlicher Punkt. Jetzt Dirk Jansen noch und dann in der Tat machen wir auf zum Publikum, weil da ist ein bisschen Druck. Bitte schön. Gut, ich will jetzt nicht das ganze Fass ETS nochmal aufmachen, aber zur Braunkohle muss ich dann doch noch was sagen, Herr Haug. Also ob denn die Braunkohle wirklich so ein preiswerter Energieträger ist, das mag dahingestellt sein. Also ich habe ja ebenso in meinem Eingangsstatement dafür geworben, auch wirklich Nachhaltigkeitsbegriff mal ein bisschen umfassender zu denken, auch die Wachstumsfrage mal zu stellen. Und wenn ich mal eine umfassende Ökobilanz der Braunkohle aufstellen würde, wenn ich die ganzen externen Kosten für die Volkswirtschaft mit einrechne, dann sieht die Rechnung natürlich ganz anders aus. Das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Das wird nämlich noch richtig teuer werden. Das ist schon teuer über die Luftschadstoffbelastung, über die Umweltschäden, über andere externe Kosten und das wird noch richtig teuer werden, wenn jetzt irgendwann wir uns um die Ewigkeitsfolgen kümmern müssen, wahrscheinlich als Allgemeinheit, weil RWE da weder Rückstellungen für gebildet hat, noch sonst irgendwelche Regularien dafür. Also das gehört auch zur Debatte dazu. Ein zweiter Punkt ist auch noch... Ist aber jetzt nicht ganz neu, das wissen wir, glaube ich, alle hier. Ja, nur weil hier kommen ja immer diese Werbebotschaften rüber und die muss man ja mal ein bisschen relativieren dürfen dann. Ne? Also was mir natürlich auch ganz wichtig ist, wenn wir nicht ständig so eine Obstruktionspolitik auf Bundesebene hätten in Sachen EEG, dann hätten wir auch wesentlich mehr Planungssicherheit. Also das wäre vielleicht auch der Appell, dass sich die Landesregierung auch versucht, noch stärker, als sie das bisher gemacht hat, einzubringen, dass da auch die Leitplanken in Sachen vernünftiger Ausbau der erneuerbaren Energien erfolgt, damit wir da auch wirklich den Energieträger-Switch hinbekommen. Denn klar ist doch, eine Daseinsberechtigung, ich sage das jetzt mal so ganz knallhart, im Jahre 2050 kann ja die energieintensive Industrie nur dann haben, wenn zumindest das, was in Energieinput kommt, auch regenerativ erzeugt ist. Ich glaube, da sind wir uns aber fast einig. So, Herr Löllgen, ich weiß, Sie haben sich gemeldet und Christian Dötsch ist, glaube ich, auch da. Wir wollten noch mal über Carbon to Chem reden. 1, 2, 3. Löllgen, fangen wir beide an. So, ganz schnell aus der Braunkohle raus. Jetzt dürfen Sie schießen. Ich will da nicht viel zu sagen. Ich will nur eine kleine Werbebotschaft dann auch zurückgeben. Wer sagt, dass Gas zu geilschen Preisen verbrennbar und Energie daraus erzeugen wäre wie bei Braunkohle, der muss sich dann das dann auch gefallen. Das ist wesentlich teurer Gas. Das heißt, der Switch von Braunkohle auf Gas würde den Strompreis erhöhen. Und wir hatten ja die Situation, dass das Land Bayern mit Gazprom ja diskutiert hat, ob nicht Gazprom nicht nur Gas liefern will, sondern auch die Kraftwerke betreiben will. Und dann hat Gazprom eine einfache Frage gestellt. Wie oft dürfen denn die Kraftwerke laufen? Sind wir nur Standby oder sind wir Grundlast? Und nachdem klar war, sie sollen Standby liefern, dann haben sie gesagt, welches Geschäftsmodell soll das denn geben? Wie soll ich dann Geld verdienen, wenn ich für ein Gaskraftwerk 350 Millionen zahlen soll? Also das heißt, wenn wir natürlich über den nächsten Subventionsfördertopf reden und sagen, ja, dann sollen die Gaskraftwerke auch noch subventioniert werden und auch noch in die EEG-Umlage rein, dann kann man das diskutieren. Ich glaube aber, auch fairnesshalber muss man sagen, wenn man über erneuerbaren Strom redet, muss man natürlich ja am Ende die EEG-Umlage mit reinrechnen. Auch am Großhandelsmarkt, da müssen Sie mit rein, dann sind die Preise anders. Das ist der Teil. Und zur Rückgang zur Braunkohle will ich wirklich nochmal sagen, also einmal ist der Unterschied zwischen Steinkohle und Braunkohle schon mal rausgearbeitet worden. In der Steinkohle ging es um die Frage, wird es dauerhaft weiter subventioniert oder nicht und wie können wir am Ende die Subventionen abbauen und dann da rausgehen. Das ist etwas anderes hier. Hier geht es um die Frage, ersetzen wir es nicht? Habe ich gerade gesagt, bei Gas wird das nicht funktionieren, es wird zu teuer werden. Und wir sind uns darüber einig mit unseren Kolleginnen und Kollegen und das ist, weiß Gott, kein Spaß, wenn sich in der Betriebsversammlung vor 1000 Leute bei RWE stellen und denen sagen, also es wird schneller gehen, wie wir glauben und es ist nur noch eine Frage der Speicher. Also das heißt, wenn die Speicher da sind und wir das kostengünstig in die Speicher und aus den Speichern rausholen können in erneuerbare Energie und das der Industrie kontinuierlich zur Verfügung stellen können, dann sind wir auch überzeugt, geht das schneller. Aber ein Datum festzulegen, ohne dass ich weiß, wann ist die Technologie vorhanden, die das macht, das ist unser Problem. Deswegen werden wir uns nicht am Tisch setzen und über Ausstiegsszenarien als Arbeitnehmerschaft reden, wenn wir nicht wissen, wann der Teil rausgehen kann. Das heißt, das hat ein bisschen was mit vielen Faktoren zu tun. Wenn das klar ist, wenn das geht, wenn es technologisch machbar ist, wenn es preisgünstig ist, auch für die anderen Industrien, dann müssen wir darüber reden. Dann will ich noch mal ein bisschen über Teil der Lösung reden, weil wir sind ja jetzt sehr stark bei dem Problem.
Und ich glaube, man muss natürlich auch nochmal reinschauen, was wir eigentlich leisten als chemische Industrie, Metallindustrie und so weiter und so fort. Einmal haben wir natürlich ein Problem, vielleicht dann nochmal kurz zu sagen, wenn man mit Zahlen agiert. NRW ist immer am höchsten. Warum? Weil wir in NRW die Energie liefern, wir liefern die Grundchemie für die anderen Bundesländer. Also im Süden bauen wir da schöne Autos drauf, da diskutiert keiner, über Verkehr und Emissionen diskutiert ja auch keiner. Da gibt es einige ja, aber die große Masse wird nicht diskutiert, könnte man ja durchaus auch diskutieren, was die dazu leisten müssen. Da wird Elektronik gebaut, das ist auch sexy, ist wunderbar. Aber das heißt, wir liefern aber die ganzen Grundstoffe dafür. Das darf man mal nicht vergessen, wenn man Ländervergleiche aufzieht. Das heißt, man muss Anteile, die wir hier haben, den anderen Ländern mal wieder zurechnen, weil wir es drüber legen. So, Lösungen sind wir. Ich will ein Beispiel mal machen, was auf uns zukommt. Wir haben eine Menge Windenergie ausgebaut, wir haben eine Menge Windräder da draußen stehen, Windmühlen, mit unseren wunderschönen Kunststoffrotoren. So, die sind nur so und so lange haltbar. Irgendwann geht die Elastizität zurück und dann werden sie brechen. Die werden spröde. Genauso wie bei Aluminium am Flugzeug. Irgendwann kann eine Tragfläche nicht mehr diese Schwingung aushalten. So, was dann damit? Wollen wir sie einfach in den Ofen schicken, in die Verbrennungsanlage verbrennen? Das heißt, der ganze Rohstoff, der irgendwann mal da reingeladen ist, nehmen wir einfach weg und verbrennen es, machen neues, noch zusätzliches CO2 draus. Oder überlegen wir uns nicht, ob wir das zum Beispiel über Synthesegaseanlage dann wieder in den Kreislauf reinbringen. So, dafür brauchen wir aber dann zum Beispiel auch die Erfahrung mit Synthesegasanlagen. Und deswegen diskutieren wir zum Beispiel auch, ob man die Braunkohle zu einem höheren Wertstoff ändern kann, nämlich zum Beispiel da auch Synthesegas draus zu machen, wo man dann am Ende auch sowas mit verarbeiten könnte, wie solche Teile, Kunststoffe, wie aber auch die Rotoren, die irgendwann ein Problem werden. Das muss man einfach so sehen. Das ist so. Das heißt, es gibt dann immer wieder Möglichkeiten, Kreisläufe neu zu entwickeln. Und da sind wir dabei. Das ist etwas, was in der Industrie gemacht wird. Und am Ende wird es aber ein Problem immer geben, dass wir irgendwo bei den Stoffketten irgendwas vorne reinstecken müssen, was vielleicht intensiver ist. So, aber man muss natürlich über die ganze Stoffkette auch rechnen, ob es Sinn macht oder nicht. Und ich glaube, dass wir da in der Tat unsere Konzentration drauflegen sollen, wie wir das vorne ohne große Energie machen können. Und da gibt es ja auch Bestrebungen. Also wir sind ja dabei, biochemisch die Dinge in der chemischen Industrie zu machen. Wir sind mit anderen Produkten dran. Da kommen natürlich wieder an gentechnische Fragen dran. Das ist wieder der andere Sektor, den wir da aufmachen müssen. Aber das heißt, es gibt aber dort auch viele, viele Bestrebungen, das zu ändern. Man muss nur aber auch uns Luft lassen. Wenn man aber per Gesetz das einfach kurzfristig nur machen wird und sagen, wir müssen dann und dann da und da sein, dann glaube ich, wird es schwierig. Sondern es muss Rahmenbedingungen geben. Und ich glaube, auch eins ist für den Raum nochmal wichtig, dass wir hier alle den Klimawandel nicht haben wollen und wir alle dagegen arbeiten wollen. Wir müssen nur gegenseitig uns da respektieren und die Luft lassen, das zu entwickeln. Und die Rolle Deutschland ist ja nicht, der Weltmeister in der Einsparung zu sein, weil ob wir bei den 2%, den wir in dem Weltklima ausmachen, CO2-Ausstoß ausmachen oder nicht, sondern unsere Rolle müsste sein, es technologisch zu treiben und wir das dann die Lösung mit den anderen Ländern zusammen zu produzieren. Das, denke ich, ist die Hauptherausforderung. Natürlich dann auch Reduzierung, aber mit Lösungen, die tragbar sind für alle noch auch. Deshalb komme ich jetzt zu Herrn Dötsch. Da reden wir nämlich über dieses wunderbare Projekt Carbon to Chem. So, was können Sie da nochmal beitragen? Das machen Sie ja ganz, ganz wesentlich, treiben Sie es ja voran. Ja, dieses Projekt Carbon to Chem ist schon, glaube ich, fast ausreichend beschrieben. Der Sinn der Sache ist wirklich, Emissionen, die im Hüttenwerk anfallen, im Verbund mit der Chemie gemeinsam zu nutzen, um dort dann Rohstoffe rauszubringen, mit denen ich dann Erdöl vielleicht verdrängen kann und dadurch den Carbon Footprint von Produkten der Chemie auch senken kann. Das Projekt selber ist aufgrund der Größe sehr komplex. Ich möchte gar nicht in die Details eingehen, sondern mehr ein bisschen systemisch das System wirklich mal angucken und sagen, warum machen wir gerade diesen Schritt? Wir sind von Fraunhofer, das ist forschungslastig, anwendungsnahe Forschung sicherlich. Also wir wollen die Umsetzung in kurzer Frist haben. Aber es gibt die Lösungen so einfach noch gar nicht. Und die Segmente sind sich sehr ähnlich, sind alle angesprochen. Wir haben die Chemieindustrie, wir haben die Stahlerzeugung, die Aluminiumerzeugung und die Zementindustrie. Und bei allen haben wir eigentlich immer zwei Emissionen. Die eine sind rein energiegebundene. Da wäre die einfache Lösung auch versuchen, möglichst einen hohen Anteil regenerativer Energien einsetzen. Aber dann kommen die stofflichen und die stofflichen kann ich nicht so leicht umsetzen. Und da müssen wir wirklich die Lösung finden, dass wir dort angreifen können, die stofflichen Emissionen wirklich zu binden und wieder nutzen zu können. Das ist ja, denke ich, hier der wichtigste Punkt, den wir versuchen, mit ThyssenKrupp und anderen Partnern umzusetzen. Ich möchte ein klein wenig noch einen zweiten Punkt mal einfach öffnen als Fokus und sagen, wir gucken immer so extrem auf den Bereich Stromerzeugung und jetzt auch im Bereich Industrie heute. Wir müssen uns auch klar machen, der ganze Bereich Treibstoffe ist ein Riesensegment. Wir gucken uns gerne dann an Elektromobilität, Tesla kennt jeder, aber es deckt ungefähr nur so die Hälfte des Treibstoffbedarfs ab. Die andere Hälfte geht im Bereich Schwerlastverkehr, Treibstoffe für große Schiffe oder für Flugzeuge, Anwendung, wo wir kurzfristig alle keine Batterielösungen und Ähnliches sehen,
ein Riesensegment, was vernachlässigt ist, für uns als Forscher hochinteressant. Und last but not least, ein Riesensegment, was forschungstechnisch gar nicht so spannend ist, ist der Wärmemarkt. Fürchterlich vernachlässigt, einmal eben angesprochen worden, gigantische Energiemengen, die wir dort hineinbringen, 10% erneuerbare Energien in Deutschland, 90% nicht erneuerbare Energien. Und es mangelt nicht an Technik, sondern es mangelt an allen möglichen anderen Faktoren, aber nicht daran, dass wir die Technologie nicht hätten. Also für Fraunhofer als Forschungssicht ist der Markt gar nicht der entscheidende. Der muss einfach mal funktionieren endlich. Wir schauen auf die Märkte Carbon to Chem und Treibstoffe aus den ganzen nachhaltigen Energiequellen. Herzlichen Dank. So, dann sammeln wir einfach weiter. Sie haben sich die ganze Zeit gemeldet, waren schon ganz ungeduldig. Herr Mack, bitteschön. Was waren Ihre Botschaften? Das Mikro halte ich, das kennen Sie doch schon. Gerne. Mock von Hydroaluminium, Norsk Hydro. Es wurde sehr viel über uns eben erzählt, deshalb vielleicht ein paar Punkte zur Klarstellung. In der Tat, wir haben ein Forschungsprojekt, Primäraluminiumhütten zu optimieren. Vielleicht für 15, vielleicht für 20% Effizienzsteigerung. Das ist ein 10-Jahres-Projekt. Das heißt, in 10 Jahren hoffen wir vielleicht da zu sein und dann muss es in den nachfolgenden 10 Jahren erstmal umgesetzt werden. Also sehr langfristiges Konzept, was Sie ohne öffentliche Mittel nicht selbst heben können. Erstens. Zweitens. Wir brauchen ganz nach Schweden zu gucken. Insoweit wundere ich mich, dass, wie schlecht Herr Hansen informiert ist. Also wir als Norsk Hydro haben das Ziel, CO2-neutral zu sein bis 2020, nicht bis 2040. Also wenn 2040 hier als großes Vorbild hingestellt wird, dann muss ich sagen, wundere ich mich sehr. Wir waren im Vorstand vor einigen Wochen in China. Ich lade jeden ein, mal nach China zu gehen, am besten da auch zu wohnen. Da werden sie schnell wieder zurückkommen. Also schön mit dem Klima in China und all diesen schönen Minderungen ist das überhaupt nicht. Es ist ein Drama, was in China sich momentan abspielt. Und man kann nur hoffen und wünschen, dass die Menschen was davon haben. Und alles andere ist unheimlich PR und Politik. Sie müssen sich vorstellen, China hat etwa doppelt so viele Windanlagen. 50% der Windanlagen sind überhaupt nicht an das Stromnetz angeschlossen. Die haben die Windanlagen gebaut ohne Ende, ohne dass der Strom irgendwo mit Leitungen hingeführt werden könnte. Nur eben, um die Menge und die Masse irgendwie zu errichten. Dann ein weiterer Punkt, der mir sehr wichtig ist. Primäraluminium ist deshalb notwendig, weil die Nachfrage nach Aluminium massiv steigt. Jedes Mobile, jedes Handy ist mit Aluminiumsegmenten bestückt. Es könnte also ab sofort kein einziges Handy mehr benutzt werden, wenn Aluminium jetzt nicht mehr produziert werden dürfte. Und sie können nur Teile durch andere Materialien ersetzen. Wir haben auf der anderen Seite uns sehr bemüht. Wir haben Recyclingquoten von bis zu 95% in einigen Bereichen und bemühen uns da weiter sehr um die sogenannte Circular Economy, also Kreislaufwirtschaft, weil das ist das eigentliche Ziel, nicht Erneuerbare und all diese anderen Dinge, sondern die Kreislaufwirtschaft, die möglichst 100% Kreislaufwirtschaft. Das war immer schon das eigentliche Ziel der ökologisch nachhaltigen Bewirtschaftung und das ist es auch und nicht die Erneuerbaren. Die Erneuerbaren zum Schluss sind deshalb sehr kritisch zu sehen, weil sie sind meines Erachtens ein Feigenblatt, weil die Leute setzen sich ein Solardach aufs Haus und dann fahren sie mit 200 über die Autobahn. Und das ist ein echtes Drama, was da passiert. Und dieses Feigenblatt wird auch noch unterstützt. Und lassen Sie mich sagen, wenn man sieht, dass die auf 20 Jahre garantierte Vergütungen bekommen. Ich glaube, das hatten wir gerade schon, ja. Wenn wir das als Industrie bekämen, wären wir im Paradies und alle Probleme wären gelöst. Also davon Planungssicherheit zu sprechen, beziehungsweise die zu angeblich zu missen bei den Erneuerbaren, das halte ich für eine sehr starke Fehlallokation. Und zum Schluss, die Erneuerbaren haben schon vor Jahren gesagt, sie würden in wenigen Jahren ohne Subventionierungen auskommen. Stattdessen wachsen die Subventionierungen von Jahr zu Jahr. Und wir haben im letzten Jahr gesehen, dass im nächsten Jahr werden 30 Milliarden für EEG-Strom ausgegeben. Der Strom ist an der Börse 2 Milliarden wert. Das heißt, wir verbrennen 28 Milliarden Euro für nichts und wieder nichts. Und da wir keine ausreichenden Netze haben, statt zu warten, bis die Netze da sind, wird weitergebaut. Da wir keine ausreichenden Netze haben und keine Speicher, wird ein Großteil des Stroms quasi über den Zaun geworfen und hat keinerlei Arbeit geleistet, hat aber enorme Kosten. Jetzt haben wir noch ein paar andere Fragen. Das ist wirklich ein Problem. Danke. Okay, danke schön. Gibt eine ganze Menge. Ich komme zu Ihnen. Wenn wir ein bisschen kürzer werden, schaffen wir auch mehr Leute. So, bitteschön. Sie haben sich gemeldet. Stellen Sie sich kurz vor.
Dr. Ingo Franke, Arbeitskreis Umweltschutz Bochum. Ich habe als Umweltberater bei der Stadt Essen gearbeitet, 30 Jahre, und beschäftige mich seitdem mit dem Klimaschutz. Wir haben in Paris ein tolles Abkommen beschlossen, das die meisten immer noch nicht ratifiziert haben, obwohl es schon wieder ein Dreivierteljahr her ist. 2 Grad sollen eingehalten werden, möglichst 1,5 Grad. Wenn wir jetzt mal die Klimaforscher fragen, was sagt ihr denn dazu, wenn die Welt so wäre wie Deutschland bei den Treibhausgasemissionen, hätten die Welt 2013 die 1,5 Grad überschritten, 2020 die 2 Grad. Die Welt, wenn man das umrechnet, 2022 die 1,5 Grad, 2028, 29 die 2 Grad. Daten stammen von einer Metastudie von Mainzhausen, veröffentlicht in der Nature 2009. Gibt keine Kritik an dieser Studie bisher. Was wir dringend gebrauchen, ist eigentlich eine öffentliche Diskussion, wie der Herr Jansen sie auch angedeutet hat, über zukunftsfähige Lebensstile, die in diesem Staat überhaupt nicht stattfindet, außer in irgendwelchen Kreisen. Dafür sind wir ja heute hier zusammen. Wir diskutieren eigentlich nicht über nachhaltige Lebensstile, sondern über technische Lösungen. Ein Weitermachen so wie bisher. Wir müssen endlich unseren Konsum reduzieren. Das sind 30% des Treibhausgasausstoßes in der Bundesrepublik. Der Welterschöpfungstag in Deutschland war am 28. April. Wir benutzen 3-mal so viel Rohstoffe, 3-mal so viel Natur und Energie, wie die Welt zur Verfügung stellt. So geht es nicht weiter. Wir gebrauchen endlich eine öffentliche Diskussion über Lebensstile. Dankeschön. Sind Sie so freundlich, kommen kurz zu mir. Ja, Dr. Susanne Stark ist mein Name, von den Stadtwerken Düsseldorf. Wir haben das neue Kraftwerk gebaut und haben damit auch tatsächlich ein Zeichen gesetzt. Aber was der Wertstabilisator derzeit unseres Kraftwerkes ist die Fernwärme. Und die Fernwärme lebt von der KWK-Gesetzgebung. Hier sind wir jetzt in banger Erwartung, in guter Hoffnung, wie immer man es ausdrücken will. Aber wir sind komplett wiederum abhängig im Grunde genommen von einer Förderung, die der politischen Diskussion eben auch ausgesetzt ist. Vollkommen klar, aber wir sprechen ja über Investitionen, die tatsächlich für mehrere Jahrzehnte im Grunde genommen getätigt werden. Das ist einerseits das Kraftwerk, das ist aber zum anderen eben auch die Investition in die Fernwärmeausbauplanung. Die verantworte ich bei den Stadtwerken Düsseldorf in der Ausbauplanung. Und da stellen wir eben fest, dass wir auch darunter leiden, dass wir permanent auch in Konkurrenz zu anderen Energieträgern sind. Und das ist natürlich eine Diskussion, die wollten wir so gesellschaftlich. Also wir wollten alle Energieträger im Wärmebereich auch in die Konkurrenz bringen. Aber das hat natürlich Folgen. Das heißt, man muss sich im Grunde genommen, ich schaue mir in jeder Straße an, welche Gebäude sind dort, wer ist gasversorgt, wer ist wie auch immer versorgt und muss dann eine Entscheidung treffen oder wir treffen sie gemeinschaftlich, lohnt sich der Fernwärmeausbau dort, ja oder nein. Hier müssen wir uns wirklich nochmal ganz klar die Frage stellen, ist dieser Wettbewerb von 2 wärmegebundenen Energieträgern im Boden, ist der volkswirtschaftlich sinnvoll? Ein anderes Thema, ganz kurz, wir sind auch als Stadtwerke dabei, das Thema virtuelle Kraftwerke zu bearbeiten. Sehr, sehr schwierig, Spaß macht es noch keinem finanziell und es ist auch nicht richtig absehbar. Da kann man vielleicht noch mal so ein paar Aspekte, das Thema Netzausbau und die Rolle der Netze. Wir haben uns sehr strikt getrennt an Bundling, regelzonenübergreifendes Pooling wäre hier zum Beispiel schon mal ein ganz, ganz hilfreiches Instrument. Und da müssen wir wirklich alle gemeinsam dran arbeiten, wie wir im Grunde genommen die Strommengen, die ja enorm da sind, also wir sind ja zwischen Köln und Düsseldorf, Leverkusen, vielleicht können wir sie gleich mitversorgen. Also da stehen ja 2 große Blöcke, die tatsächlich immer dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden. Das bedarf auch noch eben auf Netzseite meines Erachtens noch ein paar Innovationen und die dann eben auch von Gesetzgeberseite begleitet werden müssen. Okay, herzlichen Dank. Sie hatte ich ohnehin noch im Zettel. Ja, mein Name ist Norbert Böhmer. Ich bin hier Sprecher der Bürgerinitiative Saubere Luft hier in Duisburg. Ich bin aber auch IG Metaller und habe selbst 40 Jahre in der Stahlindustrie gearbeitet. Und insofern ist das ein Thema, was mich
wirklich sehr umtreibt. Und ich finde, das will ich auch noch mal vorweg sagen, eigentlich ist ein Riesenfortschritt, dass wir heute diese Diskussion so führen können, weil wir als Umweltaktivisten haben bisher praktisch die energieintensive Industrie in der Vergangenheit immer an der Seite von Atom- und fossilen Energieträgern gefühlt, gesehen und wahrgenommen. Und insofern finde ich das extrem wichtig, dass wir diese Diskussion so führen können. Als Gewerkschafter bin ich der Meinung, dass wir wirklich einen Strukturwandel denken müssen, wenn wir von Dekarbonisierung der industriellen Prozesse reden, der wirklich mindestens vergleichbar ist mit dem, was wir in der Stahlindustrie 40 Jahre erlebt haben, was wir im Bergbau erlebt haben. Und insofern muss man sich diesem Thema wirklich heute schnellstmöglich stellen und kann nicht sozusagen in Trippelschritten überlegen, ja, wir sind, weil wir brauchen 50 Jahre oder 40 Jahre. Für haben wir ja gerade nochmal gehört, die Zahlen nochmal gehört. Das ist eigentlich vollkommen unstrittig. Ja. Und insofern, ich sage mal, sollte man nicht klein-klein machen, auch von Seiten der Industrie, dass hier die Bedingungen noch nicht optimal sind. Chemieindustrie hat zumindest so optimale Bedingungen, dass Bayer 60 Milliarden anbieten kann, um Monsanto zu kaufen. Ich meine, wir sind ja denkende Menschen, da sind doch Spielräume, da kommt ja nichts von unnix. Ne? Also auch Thyssen konnte 12 Milliarden in Brasilien vertoben. Das waren auch Spielräume, die sie hatten. Ja, nur die sind jetzt weg. Die sind leider weg. Das Geld wäre super gut angelegt in solchen Ideen wie meinetwegen die Kombination der Chemieindustrie mit der Stahlindustrie, weil ich glaube auch, dass wir so denken müssen, dass wir nicht mehr sektorenmäßig denken können, weil dazu wird der Wandel viel zu radikal. Zum Schluss noch ein Punkt. Ich habe auch 2 Jahre lang mitgearbeitet beim Klimaschutzplan in der Arbeitsgruppe Energieintensive Industrie. Und da haben wir uns extrem gekebbelt, will ich mal sagen, um das Thema, welche Wachstumsraten unterstellen wir bis 2050. Und der Pfad mit 0,6% Wachstum bis 2050, dann haben wir da schon eine doppelte Produktion, muss man einfach so sehen. Der wurde nicht akzeptiert, weil man sagte, wir müssen mehr wachsen. Und dann hat das Wuppertal-Institut gerechnet, mit 1,6% Wachstum unterstellt. Und das hat sämtliche Effizienzgewinne, die man heute absehen konnte, aufgefressen. Und damit hat also die energieintensive Industrie in Nordrhein-Westfalen im Prinzip erklären müssen, dann kriegen wir nie die 80-95% hin. Und insofern möchte ich das nochmal unterstützen. Wir müssen sozusagen auch über diese grundsätzlichen Fragen nachdenken, weil das die industriellen Prozesse sehr umgestaltet. ThyssenKrupp 50% ungefähr vom Konzern her abhängig vom Automobil. Aber unsere Arbeitsgruppen Mobilität haben ganz klar gesagt, wenn wir nicht wegkommen vom Automobil, dann wird der Verkehrssektor nie seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten, wenn wir den nicht reduzieren. Und insofern, glaube ich, hängt doch sehr viel zusammen. Und da vermisse ich natürlich, dass so weit nach vorne gedacht wird. Okay, hier haben wir noch 2 Wortmeldungen, dann versuchen wir mal eine kleine Antwortrunde. Bitte schön. Ja. Mein Name ist Jörg Kerlen, RWE Generation. Ich kann ja so ein paar Sachen jetzt nicht stehen lassen, die wir gerade gesagt haben. Also zum einen, ja, es gibt einen Fahrplan. Herr Prigen, Sie haben ja nach einem Fahrplan gefragt. Es gibt ja einen Fahrplan für die Braunkohle und den Rückgang der Braunkohleverstromung. Wir haben sind ja als ersten Schritt bis 2020 die Sicherheitsbereitschaft. Da gehen wir jetzt erstmal mit 15% die Emissionen noch runter. Wir haben dann als weiteres die Entwicklung, die wir bis 2030 absehbar sind, mit einem weiteren Ausbau der Erneuerbaren, wird ja die Auslastung der Kraftwerke runtergehen. Wir haben die absehbare Auskohlung und Stilllegung dann von Inden und Weißweiler. Und Sie haben gerade gesagt, okay, wir wissen auch, dass manche Blöcke nicht ewig laufen werden. Wenn dann noch weitere 300 MW-Blöcke möglicherweise stillgelegt werden können. Ich kann Ihnen da kein Datum nennen. Und dann kommen wir bis 2030 auf eine Minderung von 40-50% CO2 im Rheinland. Das haben wir schon mal als erster Schritt. Und damit liegen wir ziemlich nah an den Zielen der Bundesregierung, die Bundesregierung auch für den Energiesektor hat. Und dann sind wir beim nächsten Schritt, dass dann der Erneuerbarenausbau weitergeht und wir auch irgendwann das Auslaufen von Garzweiler und Hambach haben und dann am Ende der Kohleverstromung. Sodass wir
ich wage mal zu prognostizieren, irgendwann um die Mitte des Jahrhunderts spätestens, aus der Braunkohle definitiv draußen sind. Und Herr Janssen, ich muss Ihnen widersprechen, es wird durch Wiederholung nicht besser. Wir haben ja, glaube ich, schon öfters mit Ihnen diskutiert. Es gibt keine Ewigkeitskosten der Braunkohle. Ja, wir müssen für die Rekultivierung und die Wasserwirtschaft auch nach Auslaufen der Tagebau noch aufkommen, aber da gibt es eine zeitliche Begrenzung. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht im Detail diskutieren, aber wenn Sie die Braunkohle da in schlechtes Licht stellen, kann ich das nicht so unwidersprochen stehen lassen. Ich möchte an einer anderen Stelle noch mal aufgreifen, um auch die Diskussion um die energieintensive Industrie ein Stück weit weiter zu bringen. Die Frage ist ja, welches Anreizinstrument wir denn nutzen, diese CO2-Emissionen und die Minderung der CO2-Emissionen voranzubringen. Es gibt ein zentrales europäisches Instrument, das ist der Emissionshandel. Wir haben ihn mehrfach heute andiskutiert. Und Frau Breitschopf, da muss ich Ihnen, glaube ich, widersprechen. Der CO2-Handel, der Emissionshandel funktioniert. Denn was ist denn das Ziel? Das Ziel ist nicht ein bestimmter Preis, sondern das Ziel ist eine bestimmte Minderung. Die Minderung von 20%, die haben wir vielleicht auch, weil wir eine Wirtschaftskrise hatten 2008, weil wir die ICDM-Zertifikate reingebracht haben, derzeit übererfüllt. Man muss fragen, ob das Ziel damals richtig gesetzt war. Das können wir gerne dahingestellt. Wir haben jetzt ein sehr ambitioniertes Minderungsziel für 2030. Ein Minderungspfad, der wird festgelegt. Und damit haben wir ein klares Anreizsystem mit Planungssicherheit für die Unternehmen, die sich daran ausrichten können, weil die können planen, wie geht die Menge runter, wie wird sich der Markt dann entwickeln und können mit diesen unternehmerischen Unsicherheiten umgehen, weil das sind marktliche Unsicherheiten, das kennen wir. Womit wir aber nicht kennen, was wir nicht kennen und was alle Unternehmen, das ThyssenKrupp, alle Industrie, Chemie gleichermaßen, ist das Risiko nationaler Interventionen in diesen Markt rein, dass man da nochmal Zertifikate rausnimmt und da nochmal Zertifikate rausnimmt. Also dieses, was ja eigentlich klimawirksam auf europäischer Ebene nichts bringt, weil der Deckel bleibt erstmal unverändert, die Emissionsobergrenze. Und genau da liegt das Problem. Lassen Sie uns dieses Anreizinstrument nachschärfen mit den Reformen, die jetzt in der EU auf dem Weg sind. Dann haben die Unternehmen klare Anreize, nach denen sie ihre Investitionen ausrichten. Da brauchen wir keinen Preis, den wir heute künstlich hochtreiben, sondern da haben wir ein Mengeninstrument. Wir wissen, die Menge wird reduziert. Wir erreichen sicher das Minderungsziel und am Ende haben wir dann den Klimabeitrag geleistet, den Europa leisten kann. Möglicherweise sogar noch geworben für ein Instrument, was auf die globale Ebene ausgedehnt werden kann und dann ein globales CO2-Preissignal setzen kann, was wiederum Ihnen auch helfen würde mit Ihren Wettbewerbern aus Malaysia und sonst woher. Okay, herzlichen Dank. Sie haben sich noch gemeldet. Mein Name ist Jörg Fromme von der Energieberatungsfirma DFIC. Ich habe zwei Fragen, vielleicht nochmal zurück an wen auch immer aus der Industrie. Das Problem der Erneuerbaren ist die Volatilität. Das ist ein CO2-Problem, aber vor allen Dingen auch ein Kostenproblem. Und deswegen haben wir auch über Speicher diskutiert. Elektroautos, wenn wir dann jetzt mal nicht eine Million, sondern mehrere Millionen haben, die intelligente Steuerung wird ja entwickelt, siehe Joint Venture Fissmann BMW. Warum macht sich die Industrie nicht sehr viel stärker für den Ausbau der Elektroautos oder sieht man nicht, dass das ein signifikanter, vielleicht dann doch im systemisch kostengünstiger Speicher ist? Das ist eine. Die andere Begegnung der Volatilität im Sinne von Kosten ist ja das Lastmanagement. Klar, da passiert total viel intern bei den großen Betrieben, wo man ja auch das Know-how hat. Es gibt sicherlich riesige Potenziale im Mittelstand. Wir haben das Thema Huckepack-Aggregation beim Sekundärenergiemarkt, wo das Stadtwerke tun für mittelständische Unternehmen. Wo sind da die Initiativen bei der energieintensiven Industrie, das dem Mittelstand auch anzubieten und damit ein größeres Momentum und größere Kosteneffizienz über Lastmanagement zu bekommen? So, herzlichen Dank. Jetzt haben wir so eine Menge, dass wir nicht alles von jedem beantworten können, sondern dass wir es einfach mal der Reihe nach versuchen in den Rest 10 Minuten, die wir hier haben. So, nicht jeder zu allem, gehen wir von rechts nach links, suchen Sie sich aus, was Sie mögen. Es ist genügend dabei, aber bitte nicht alles. Und achten Sie auf die Zeit ein bisschen, da werde ich jetzt streng sein. Sie haben ja zu Recht gesagt, wir haben bestimmte Sachen in Sand gesetzt. Zeit, hoffe ich, gehört heute nicht dazu. Klar, die 12 Milliarden hätten wir gerne auch anders ausgegeben, aber vielleicht da zum Thema Carbon to Chem nochmal. Sie wissen, öffentliche Förderung bedeutet, einen Teil kriegt man vom Förderer, einen Teil muss man selber beitragen, und zwar 50%. Vielleicht hier nochmal die Information, dass wir deutlich mehr als das Dreifache der Fördersumme aus eigenen Mitteln aufwenden. Also glücklicherweise so ganz geldlos sind wir noch nicht. Wir hoffen auch, ideenreich genug zu sein, um das durchaus noch hinzukriegen.
Wir haben uns gekabbelt, wir haben uns auch persönlich gekabbelt. Vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt für NRW. Ja, wir wollen mehr Stahl erzeugen in diesem Land. Wir wollen nicht unbedingt mehr Stahl erzeugen, damit hier vor Ort mehr Stahl verbraucht wird, sondern wir sind der Meinung, dass wir wettbewerbsfähig sind, so wie die Kollegen von Aluminium, von Chemie, teilweise von Zement. Da habe ich ein anderes Transportproblem, deswegen teilweise, um eben in der Lage zu sein, hier umweltfreundliche Produktion zu machen, mit der wir deutlich mehr versorgen. Deswegen muss man die Erzeugung und die Nachfrageseite getrennt betrachten. Deswegen sind die internationalen Aspekte unheimlich wichtig. Herr Kern, Sie haben völlig recht, das müssen wir international lösen. Ich will zum Schluss noch einen kurzen Exkurs machen zum Thema KWK, Kraft-Wärme-Kopplung. Kraft-Wärme-Kopplung ist nicht immer gut. Jeder von Ihnen wird irgendwie in ein paar Monaten in den Läden nicht nur Lebkuchen und sowas fortfinden, sondern auch diese wunderschönen Lichterketten von Christbaum. Meistens, wenn sie 5 Euro kosten oder so, bedeutet das, damit habe ich gleichzeitig zu Weihnachten das Wohnzimmer geheizt, weil der Trafo einfach so warm wird. Das können wir durch Elektrobleche, die wir in Gelsenkirchen herstellen, heutzutage deutlich besser. Das sind die gleichen Bleche, die auch in Generatoren sind. So viel nochmal zu dem Thema Eigenstromregelung. Wir haben ein Riesenproblem. Es wird uns keiner mehr Generatorenbleche in Zukunft in Deutschland abkaufen wollen, weil sie keine Generatoren brauchen. Wir könnten eine erhebliche Effizienzsteigerung durch Ersetzung alter durch neuer Generatoren machen. Das wird keiner mehr tun, der ein Eigenstromkraftwerk betreibt. Nochmal so ein Beispiel zum Schluss, und da gibt es noch viele mehr eben für, wie leicht regulatorische Regelungen auf einmal ganz andere Effekte haben. Und das ist der Grund, weswegen ich zwar hier aufhöre, mich aber auf eine fortsetzende Diskussion in jeglicher Form und auch zu jedem Zeitpunkt freue. Dirk Jansen. Ja, ich möchte jetzt nicht auf Herrn Mock eingehen, weil er ist ja da als Kreuzzügler gegen die erneuerbaren Energien hinreichend bekannt. Was ich nochmal verstärken möchte, ist das, was Herr Böhmer gesagt hat. Und das scheint immer noch schwer zu sein, hier mit der Industrie zu diskutieren, nämlich das weniger. Das Wuppertal-Institut hat das mal so in dieser Studie Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten Welt so formuliert, so quasi die Parole ausgegeben, besser, anders, weniger. Ja, und damit deutlich gemacht, dass eigentlich eine zukunftsfähige Wirtschaft und Wohlstand für alle in einer gerechten Welt nur dann möglich ist, wenn wir so einen Dreiklang aus Effizienz, Konsistenz, damit ist Naturverträglichkeit und Suffizienz angestrebt wird. Ne? Und ich glaube, das ist die entscheidende Debatte, die wir auch führen müssen. Also ich würde gerne mal, das können wir an anderer Stelle ja mal wiederholen, auch mal ein paar Vorschläge von der Industrie hören, wie man denn mit weniger trotzdem auch noch wirtschaftlich überleben kann. Das ist für mich eigentlich die zentrale spannende Frage, denn sonst ist auch klar, Herr Böhmer hat das angesprochen, bei einem Wirtschaftswachstum von 1,5% werden wir definitiv die Ziele der Bundesregierung in Sachen Klimaschutz nicht erreichen. Und noch ein zweiter Punkt. Ich bin sehr skeptisch, was die Zielerreichung der Bundesziele einer 40-prozentigen CO2-Reduktion bis 2020 anbelangt. In NRW werden wir es schaffen, das 2020-Ziel zu erreichen. Nicht, weil jetzt Braunkohle irgendwie einen Beitrag dazu geleistet hat, das hat sie natürlich nicht. Liegt natürlich auch daran, dass das nicht so richtig ambitioniert war mit 25%. Aber wir brauchen verstärkte Anstrengungen und da müssen wir auch sektorenübergreifend, denke ich, denken. Und die spannende Frage, was mache ich mit solchen Produkten? Baue ich dann noch mehr Autos? Was mache ich mit Carbon-to-Chem-Produkten? Heize ich damit die industrialisierte Landwirtschaft weiter an? Die müssen wir auch diskutieren. Und das ist mein Appell und ich hoffe, dass wir das auch an anderer Stelle dann fortsetzen können. Herr Preisicke. Ich möchte mal ganz anders anfangen. Ich möchte sagen, ich habe große Hoffnung, dass wir dieses Problem alles gemeinsam bewältigen. Mir ist das ein Stück zu kontrovers. Also Punkt 1, EEG und KWK haben beide ihre Rechtfertigung, finde ich. Und wir schaffen diese Operation am offenen Herzen, diesen deutlichen Ausbau der Erneuerbaren, den ich überhaupt nicht angreifen will. Ich sage nur, die verschiedenen Instrumente müssen verträglich sein. Herr Mock, da haben wir schon oft drüber diskutiert. Ich bin da seichter unterwegs als Sie, obwohl wir uns ja oft auf Veranstaltungen treffen. Ich sage, die Entscheidung ist getroffen. Die unterstützen wir auch. Nur, wir werden es jetzt nicht schaffen, innerhalb von 5 Jahren oder
noch dramatisch weiter, das in dem Maße auszubauen, da müssen wir immer Übergangstechnologien finden und das ist Kraft-Wärme-Kopplung. Was Sie geschildert haben, das Generatorproblem, das ist offensichtlich. Da sieht man aber mal, da muss ich die Politik auch in Schutz nehmen, man sucht nach Lösungen, um regulatorisch etwas festzulegen und ist hier immer wieder an der Grenze. Wir flüchten praktisch von einer Regelung in die nächste. Das ist ein Problem. Das ist aber auch die Verschiedenheit der Instrumente, die Dinge anreizen. Es steigt ja kaum noch einer durch. Also in der Großindustrie haben wir für das Thema Energiepolitik, Regulierungsmanagement, Abteilungen, die ständig verfolgen, wie müssen wir reagieren. Sie sprachen den Mittelständler an, der tut mir an anderen Stellen leid, nämlich wie verfolge ich die Gesetze, wie kann ich welchen Dingen überhaupt gerecht werden. Thema, das haben Sie genannt, Monsanto und Bayer. Ich finde diese Art der Diskussion, wir können noch froh sein, ich sagte eingangs Operationen am offenen Herzen, dass es der Industrie gut geht, einigermaßen gut geht und sie muss wettbewerbsfähig sein, dann können wir auch diesen Ausbau der Erneuerbaren gemeinsam forcieren und hier die Technologien in den Weltmarkt bringen. Thema, das eine noch Speicher. Ja, das sind kleine Pflänzchen, die wir da auch leisten. Ich sage mal Flexibilitäten, um eben auf hohe Stromangebote zu reagieren. Wir haben zum Beispiel Elektrodenkessel im Einsatz, nicht im Großmaßstab, aber immerhin. Wir suchen immer stärker nach Power to Chemicals, um da flexibel zu reagieren. Das sind auch Instrumente, wo wir alle dran sind, um dieser Volatilität mit unseren Maßstäben zu begegnen. Lassen Sie uns das weiter gemeinsam tun. Lassen Sie also nochmal mein Plädoyer nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten. Rainer Briggen. Ja, also für mich ist entscheidend, das, was in Paris beschlossen worden ist, wird umgesetzt werden müssen. Und es sind viele andere, auch Hightech-Industrienationen unterwegs. Da sind wir in einem Wettbewerb um neue Technologien, neue Märkte. Und für mich ist das entscheidend, dass wir in diesen Märkten auch präsent sind und das machen. Ich will nur eine positive Sache sagen, das Elektroauto ist angesprochen worden. Wir haben ja alle fasziniert verfolgt diesen Hype, dass als Tesla ankündigt, in 2017, wahrscheinlich 2018, ein Auto für $30,000 auf den Markt zu bringen, innerhalb weniger Tage 400.000 Leute bereit waren, $1,000 Vorschuss einzuzahlen dafür. Ich habe meine Frau davon abhalten können, das zu machen, weil ich gerne einen PKW der Technischen Hochschule Aachen kaufen möchte. Und ich will Ihnen sagen, wenn Sie es ein bisschen verfolgen können, für mich sind die beiden spannendsten Elektroautoentwicklungen in Deutschland im Moment der Street-Scooter, der an der RWTH entwickelt worden ist und von der Post gekauft worden ist. Ich kann Ihnen nur empfehlen, gucken Sie nach, gucken Sie sich den an. Das ist eine klasse Systemlösung und die Post hat nur... Die kooperieren jetzt sogar mit Daimler, ne? Die Post hat nur den Lieferwagen gekauft und der PKW ist an der Hochschule gehalten worden. Was ich aber sagen will, ist... Wir haben in Aachen nur etwa 4.500 Kraftfahrzeugingenieure an der Hochschule und in den An-Instituten. 4.500, alle aus der klassischen Verbrennungslinie kommt. Die Elektroautos sind entwickelt worden im Werkzeugmaschinenlabor der Produktionstechniker. Ganz anderer Lehrstuhl, weil die haben gesagt, was brauche ich? Eine Transportleistung, etwa 70 Kilometer am Tag. Auto steht zentral an einer Ladestelle und Auto wird abends wieder da abgestellt und geladen. Was brauche ich? Brauche ich da einen Verbrenner oder kann ich das mit Elektro machen? Für unsere Motorenfachleute ist es undenkbar, ein Auto ohne Motor. So ist man als Maschinenbauer. Ja, weil man einfach diese ganze technische Herausforderung, das zu bewältigen, das gehört. So, was ich sagen will, ist, es werden Lösungen und Wege kommen, die quer sind. Die Motorenleute hätten nicht gedacht, dass ihnen ausgerechnet die Werkzeugmaschinenlaborleute, die normalerweise Fertigungsstraßen entwickeln, mit sowas in die Quere kommen und jetzt für die Post ein Fahrzeug entwickelt haben, was im Lebenszyklus der Alternative VW Caddy schon kostenmäßig jetzt überlegen ist. Jetzt schon. Der Caddy braucht 18 Liter auf 100 Kilometer, die brauchen anderthalb. Und die Postbeschäftigten, die damit fahren, sind begeistert, weil der Wagen auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und das in Nordrhein-Westfalen. Und so ein Ding, jetzt die PKW-Linie, die noch an der Hochschule ist, das haben wir jetzt beantragt, dass wir davon einen kaufen dürfen. Die werden nämlich ähnlich zugeteilt nachher wie die Teslas nächstes Jahr. Ich will nur sagen, es gibt ganz tolle Entwicklungen und denken Sie immer ein bisschen quer. Die Lösungen kommen auf einmal von der anderen Seite und dann sollten wir alle offen sein und uns dafür anstrengen, weil es passieren doch wirklich unglaublich viele spannende Sachen. Herr Haug und Frau Malschow, jeweils noch 2 Minuten, dann sind wir wunderbar in der Zeit. Gut.
Ja, ich möchte gerne noch drei Punkte aufgreifen, kurz, die hier aus dem Plenum kamen. Zum einen das Thema Speicher. Die E-Mobilität würde viel besser fliegen, wenn wir bessere Speicher hätten. Haben wir nicht. Wir haben Lithium-Ionen-Speicher und vielleicht Brennstoffzellen möglicherweise. Aber warum haben wir Lithium-Ionen-Speicher? Warum haben wir nicht beispielsweise Speicher basierend auf Aluminium? Aluminium ist ein Element mit wesentlich höherer Energiedichte für Speicheranwendungen. Nur es hat sich zufällig keiner zu wirklichen Speichern entwickelt. Wir kümmern uns drum. Wir gucken, was man mit Aluminium an Speicher, auch an Kombination an Speicherkapazitäten realisieren kann. Allein so vom grundsätzlichen Ansatz, 3- bis 4-fache Kapazität gegenüber Lithium-Ionen-Speicher müsste machbar sein. Der erste Punkt. Der zweite Punkt, das Thema, Technologie. Transfer, Technologie. Ich war 1,5 Jahre in China, ich liebe das Land, ich liebe die Leute. Wir waren kürzlich mit der Wirtschaftsdelegation der Kanzlerin in China, haben über Energieeffizienzmaßnahmen gesprochen und andere Möglichkeiten, die Energiewende in China voranzutreiben. China hat die 40-fache Aluminiumerzeugungskapazität zu Deutschland. Wir haben 1.000 Megawatt, die haben 40.000 Megawatt. China hat ein riesiges Problem, wie der Mokes gesagt hat, ein riesiges Problem mit ihren Erneuerbaren. Die haben 135.000 Megawatt an installierter Windenergie und kriegen sie nicht ins Netz, weil die Netze viel schwächer sind als bei uns, weil die Kraftwerke viel unflexibler sind und weil eben die Volatilität nicht untergebracht werden kann. Wenn man diese 40.000 Megawatt in der Weise modulieren könnte wie unsere Hütten, dann hätten die plus minus 10.000 Megawatt an Flexibilität durch Aluhütten in China alleine. Das ist so viel wie 10 ausgewachsene Großkraftwerke. Und der Erfolg ist, ich fliege morgen früh nach Berlin. Wir haben mit der GEZ zusammen morgen einen Workshop mit der Delegation aus China, die sich das anhören und die sich damit befassen wollen, ob so etwas in China auch möglich ist. Jetzt wollte ich noch ein Thema sagen. Ach so, ja, das Thema Flexibilität bei den kleinen Mittelständlern. Es gibt Unternehmen, die nennen sich Aggregatoren, die sind unterwegs und sammeln das ein. Ich nenne das immer Power Tetris. Also die sammeln auch kleine Möglichkeiten ein und bauen die dann zu größeren Flexibilitätsoptionen zusammen. Die haben ein wesentliches Problem, ist auch ein regulatorisches. Die müssten in bestehende Stromverträge zwischen einem Stromversorger und dem Verbraucher reingehen. Und der Stromversorger, der hat da ein Problem mit, der möchte die nicht wildern lassen. Und wenn, dann kostet es so viel, dass die Vermarktung dieser Flexibilität völlig unrentabel ist. Wenn man da etwas machen würde, dann könnten diese Aggregatoren auch in den Mittelstand gehen und kleinere Flexibilitäten aufsammeln. Wir brauchen das nicht, weil wir betreiben unseren eigenen Bilanzkreis. Wir brauchen solche Aggregatoren, aber wir haben da keinen Konflikt. Frau Breitschow. Vielleicht einmal ganz kurz nochmal möchte ich auf den Instrumentenmix eingehen. Und zwar, das EEG hat nicht nur das Ziel, Emissionen zu vermindern, sondern auch Sicherheit der Energieversorgung zu erhöhen und auch die Technologiekosten langfristig zu reduzieren. Das heißt, die jetzigen Kosten, die wir haben durch das EEG, sind auch mitbedingt durch den sehr niedrigen Strompreis am Großhandelsmarkt. Und die können wir in absehbarer Zeit, also die Kosten des EEGs, auch nicht verändern, weil das bestehende Verpflichtungen sind. Aber die Ausschreibungen für PV-Anlagen und Windanlagen, die jetzt liefen vor der Sommerpause, die haben zum Beispiel einen Preis zwischen 7 und 8 Cent pro Kilowattstunde ergeben. Wenn ich mich jetzt richtig, genaue Zahlen möchte ich jetzt nicht nennen, weil es vor meinem Urlaub war und ich mich nicht mehr genau erinnere. Das heißt, wir haben dort eine extreme Kostensenkung erzielt. Der zweite Punkt, dann gehe ich eine Ebene höher. Es wurde kurz vorhin die Wärme angesprochen. Die Wärme ist richtig, technisch ist die relativ ausgereizt. Ist nicht interessant aus Forschungssicht, aber aus politischer Sicht hochinteressant. Und da besteht noch Bedarf, wie wir das umgesetzt bekommen. Also es sollte nicht vernachlässigt werden. Das ist die Botschaft damit. Und der letzte Punkt, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir weiter technische Lösungen finden werden, von denen wir jetzt im Moment noch keine Vorstellungen haben. Vor 200 Jahren haben Ökonomen darüber diskutiert, wie wir es schaffen werden, die wachsende Bevölkerung zu ernähren. Es haben sich Lösungen ergeben. Es war kein Problem. So, ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei Ihnen für die Einsichten, die Sie uns verschafft haben. Ich mache nicht das Schlusswort, das macht der Tumbrink. Der hat die schwierige Aufgabe, das zusammenzufassen. Aber ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei Ihnen für die Einsichten, die Sie uns verschafft haben. Applaus